halten auf den Straßen und auf Partys Ausschau nach neuen Looks und stellen ihre tägliche Ausbeute ins Netz. Dieses kostenlose Schaufenster dient ihnen dann als Aushängeschild für weitaus einträglichere Aktivitäten. Cool Hunter ist ein Wort, das in den 90ern aufkam. Es bezeichnet Leute, die täglich mit dem Internet arbeiten. Während die Trendforscher ihre Ergebnisse sammeln und nur alle 6 Monate veröffentlichen, verbreiten die Cool Hunter die Neuheiten fortlaufend in ihren Blogs oder auf ihren Websites. Erstens bin ich ein guter Fotograf, der weiß, wie man Fotos macht. Zweitens sorge ich dafür, dass die Leute von meiner Arbeit fasziniert sind und sich beteiligen möchten. Ich fotografiere sie und sage ihnen, wo sie ihre Bilder sehen können. Dann fangen sie an, Werbung für mich zu machen und das Ganze wird zum Selbstläufer. Beim Fotografieren habe ich keine vorgefassten rationellen Kriterien, sondern gehe rein instinktiv vor. Wenn mir etwas auffällt oder mich aus irgendeinem Grund anspricht, gehe ich davon aus, dass es auch andere Leute ansprechen wird. Ich achte darauf, dass die Leute natürlich wirken, weil ich ihren individuellen Stil einfangen will. Sie sollen nicht posieren, sondern sich ganz ungezwungen benehmen. Das wird zwar immer schwieriger, weil die Leute mich inzwischen erkennen, aber ich gebe mein Bestes. Wenn man sich für die Creme, also die trendigsten Leute, interessiert, gibt es kaum lokale Eigenarten oder große Unterschiede zwischen New York, Stockholm oder Paris. Bei der Mode ist es ähnlich wie mit der Musik. Die Leute passen sich nicht zwanghaft einem Einheitsstil an, sondern sind neugierig und an allem interessiert und legen Wert auf einen ganz persönlichen Look. Als ich 2003 anfing, hatte meine Website täglich 1.000 bis 3.000 Besucher. Heute sind es unglaubliche 25.000 pro Tag. Sogar große Unternehmen verlinken auf Cobra Snake und sagen, wir sollten Mark unsere Werbefotos machen lassen und mehr mit ihm arbeiten. Ich denke, ich habe einen gewissen Einfluss auf die jetzige Kultur. Was heute cool ist, ist morgen Mainstream. Und die Rebellion von heute ist die